The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! So, und damit ein großes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde, zu einem weiteren Livestream. Und wir warten mal kurz, beziehungsweise ich stelle noch schnell etwas ein. Ja, ich habe ein wenig meine Hausaufgaben gemacht. Und zwar, ich habe mir ein paar Videos angeguckt, also was heißt ein Video angeguckt, aber es war auf jeden Fall mega lehrreich. Wir können auf jeden Fall, denke ich mal, ein bisschen besser durchstarten, was Kurzstreckenflüge angeht mit dem A320 Neo. Das werden wir heute auch noch ein bisschen üben, was ILS angeht, habe ich mir zwar auch ein Video angeguckt, das war für mich irgendwie ein bisschen zu kompliziert, aber ich denke mal, wir bekommen das trotzdem hoffentlich irgendwie hin. Ich würde auch sagen, wir starten einfach mal durch einen kleinen Kurzstreckenflug und es gibt eine gute Neuigkeit. Meine Headphones sind da, deswegen bin ich leider 12 Minuten oder 10 Minuten zu spät, weil ich auf einmal keinen Sound mehr hatte. Ich war kurz in der Küche. Ich habe mir vorher, wie gesagt, ein Video angeguckt, um das den Sound ein bisschen zu testen. War kurz in der Küche, habe das Spiel gestartet und auf einmal war der Sound weg. Und irgendwie hat er sich da was umgestellt. Fragt mich nicht. So, wir machen, wie gesagt, einen Kurzstreckenflug. Ich würde einfach sagen, wir fliegen nochmal vom BER, so wie gestern. Tegel nicht. Hier, Flughafen Berlin-Brandenburg. Aber ich zoome mal rein. Wir probieren ein bisschen was aus. Wir suchen uns einfach mal so ein Gate aus. Oder Parkplatz. So, Abflug festlegen. Und dann fliegen wir, ich würde sagen, mal Richtung Hamburg. Hamburg, meine Perle. Wunderschöne Stadt. Genau, Startlandebahn 33 nehmen wir, Ankunft festlegen. Ja, halbe Stunde sollte passen. Und dann habe ich gesehen, hier können wir ein bisschen was auszoomen. Unterer Luftraum, oberer Luftraum, dieses IFR. Wir werden gleich mal sehen, wenn wir draufklicken. Wir nehmen mal unteren Luftraum, dass wir hier so Zwischenstationen haben. Weil wie gesagt, wir fliegen ja bloß 20 Minuten und da ist unterer Luftraum eigentlich völlig in Ordnung. Und wir probieren es einfach mal, Leute. Wie gesagt, Azubi Chrissy Gaming ist an Bord, macht noch seinen Flugschein sozusagen, seinen Pilotenschein. Und da konnte ich, wie gesagt, ein bisschen was lernen aus diesem Video, was das Ganze noch ein bisschen cooler macht. Vor allem ein bisschen mehr zu tun als letztes Mal. Ja, und bevor ich es vergesse, gerne Like und Abo auf YouTube lassen, Follow auf Twitch, Road to 50. Was wollte ich noch sagen? Discord-Channel ist auch am Start, verlinkt hier auf Twitch und YouTube. Und ich würde sagen, es geht los. Wir sind jetzt erstmal hier drinnen und gucken einfach mal, was wir hier so Schönes machen können. Beziehungsweise wir haben ja auch so einen Flugassistenten. Ich glaube, der kann uns auch ein bisschen helfen. Beziehungsweise die Flugsicherung. Da geht schon mal gut los. Aber es gibt doch... Wartet mal ganz ruhig, Leute. Ah, hier gibt es die Checkliste. Da können wir auch ein bisschen
aufgucken, genau. Hier können wir im Prinzip alles anklicken oder setzt alles an. Nee. Einfach hier alles anklicken. So. Okay, das ist der Schubhebel. Oh, werden wir jetzt schon pushbackt? Oh je. Mal sehen, was hier passiert. Ja, hier passiert schon mal was irgendwie. Das macht jetzt alles der Co-Pilot, das wollte ich eigentlich gar nicht. Heute auch wieder mit World Travel am Start. Wir gehen noch mal rein. Ne, wir werden doch schon zurückgeschoben. Wir lösen einfach mal die Parkbremse, aber jetzt geht's schneller. Ich wollte hier noch ein bisschen was. Oh, wie kommt man jetzt hier wieder zurück? Oh, Scheiße. Kommen wir jetzt hier wieder zurück? Ist jetzt hier schon alles erledigt? Ich bin schon wieder hier völlig lost. Bin auch wieder auf meinen Sitz. Leute. Hab ich hier wieder Mist angestellt. Hä? Jetzt wurden wir einfach bloß zurückgeschoben. Ist immer noch nicht. Ja, nee, Rollfreigabe wollen wir ja noch nicht starten. Aber ich bin schon wieder völlig lost. Mache ich es halt so, obwohl ich eigentlich Tasten gedrückt habe. Aber jetzt will ich trotzdem noch auf meinen Sitz zurück. So, gucken wir nochmal bei Kamera. Cockpit. Ah, oh, wenn diese blöden Anzeigen mal hier weggehen würden. Nee, freiwillig nicht. Scheibenkleister. Ich hier wieder Mist angestellt. Ich will ja erstmal. Ach. Warum kann ich jetzt hier gar nichts mehr? Ach, Mensch, Leute. Ah, jetzt. Ah, gut, okay. So, alles klar. Einfach alles checken.
Und jetzt mit dem Bodenfunk in Kontakt treten, also Funksicherung, Berlin-Einstellung, Tower auf Berlinische Akku. Rollen und halten Sie auf Piste 25R und Rollbahn BBA. Was hier schon alles passiert ist. So, stellen wir hier noch mal ein bisschen was ein. Wie war denn das hier gewesen? Der Luftdruck nicht. Wir konnten mal die Speed erhöhen. Das braucht aber auch ewig. Dann geht es wieder zurück. Die mittlere Taste. Wenn ich es jetzt loslasse, nee, passiert nichts. So, gehen wir auf 190. Bei 195. So, dann Höhe. Da machen wir vielleicht ein bisschen weniger, 3000. Achso, immer bestätigen, genau. Hat er jetzt bestätigt? Zum Sperren gedrückt. Oh, jetzt ist alles wieder weg hier, oder wie? Geht schon mal wieder los. So, ich weiß jetzt gar nicht vom Wetter her, ob das, was ich hier eingestellt habe, aber ist ja auch egal. Jetzt muss ich bloß noch bestätigen eigentlich. Hier können wir vor allem kommt hier gar keine Anzeige. Machen wir 1000 Fuß pro. So, ich denke mal, das passt erstmal. Probieren wir es einfach mal. Da fehlt jetzt. Habe ich noch irgendwas vergessen? Das ist ja echt. Ich will eigentlich auf mein Cockpit. Also in dem Video sah das wesentlich einfacher aus. Ich Position zurücksetzen, so. Ja, wie gesagt, wir probieren es einfach mal.
bewegen uns, ja, wir bewegen uns. Oder wir können auch den Co-Piloten fliegen lassen. Beziehungsweise wir lassen uns mal die Richtung anzeigen, wo wir sitzen müssen. Was ist denn hier los? So, jetzt lasse ich ihn einfach selber mal fliegen. Oder machen. Mal sehen, was passiert. Okay, alles wieder zurück. Hä, was macht denn der jetzt? Ach Mensch, Leute. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Habe ich die jetzt einfach mal selbst steuern lassen? Wisst ihr was, Leute? Wir probieren es einfach nochmal. So, neu starten. Also das war schon mal nichts. So, sind wir wieder hier. So, und ich gucke jetzt noch mal mit dem KI-Typen. Machen bloß Richtungsanzeige. Hier steht's. Startgeschwindigkeit 1200 Knoten. Und die Checkliste. Zack, das lassen wir dann einfach selber machen. So, wir müssen noch warten, bis das Hilfstriebwerk komplett ist auf 100%. Ah, hier können wir selber ein bisschen drücken. So, haben wir die Seite komplett fertig. Mal die nächste. Mal wieder warten. Das N1 stabilisiert ist. Oh, jetzt habe ich hier wieder Mist gebaut.
Sichten. Ach, da oben ist N1. Mal sehen, wann das stabilisiert sein soll. So, das ist auch erledigt. So, dann haben wir eigentlich, bin ich der Meinung, soweit alles erledigt, oder? Gucken wir nochmal in die Checkliste. Ja. Und dann probieren wir es jetzt nochmal mit dem Funk. Oder mit der Flugsicherung. Hier, IFR-Freigabe anfordern. So, Freigabe für Hamburg, wie eingereicht. Starten Sie auf Piste 25R, steigen Sie und halten 8000 Fuß. Das können wir schon mal einstellen. Das war ja, wie gesagt, jetzt muss ich bloß... Oh. Hat er das jetzt bestätigt? Eigentlich meinten sie ja, wenn hier so ein komischer Pfeil ist, aber der ist hier nicht. Bestätigen wir erstmal. Ah doch, jetzt hat er, glaube ich, bestätigt, wenn ich in der Mitte drauf klicke. So, dann sagen wir... Ne, Minus nicht, wenn dann Plus. Plus 1000... Machen wir mal 2000 Fuß pro Minute. So, das hat er jetzt hoffentlich auch bestätigt. Dann die Geschwindigkeit hatten wir ja vorhin gesehen. Machen wir einfach mal so 190. So, das sollte er jetzt auch bestätigt haben. Die Luftdruck passt. Okay, wieder ist korrekt. Rufen die Bogenkontrolle auf 129, wenn sie bereit sind. So, das müsste hier sein, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Gehen nochmal. Ja, machen wir gleich. Nee, hier passt. Mal hier drauf klicken. Machen wir noch IFR Rollfreigabe anfordern. Wie war das jetzt mit dem Pushback? Hm, Rollfreigabe bestätigen.
Ja, wie hatten der das mit dem Pushback gemacht? Die kommen doch jetzt hier nicht weg. Oh nee, Leute. Bodenliste? Ah, hier Pushback angefangen, alles klar. So, gucken wir uns das jetzt mal von außen an. Wir lernen, Leute, es wird langsam. So, wir müssen dann nach rechts. Erstmal zurück, dann nach rechts. Achso, wir gucken, wir gehen noch mal kurz rein. Ich denke mal, die Bremse ist doch bestimmt gelöst, oder? Wir probieren es mal. No, jetzt geht es ein bisschen zügiger. Okay, Bremse war noch drin. Ich habe mal das hier angelassen, wo wir dann noch hin müssen. Und ich weiß, dass wir auch den gelben Linien folgen müssen. Wie beim Autofahren, da zählen ja auch die gelben Linien und nicht die weißen. Lassen wir uns noch ein bisschen nach rechts schieben. Es war gerade stehen. Boah, wir streamen schon wieder eine halbe Stunde und noch nichts passiert hier. So, Pushback stoppen. So, zurück zur Freigabe müssen wir. Und fährt er jetzt weg? Können wir Schub geben? Ja, ein bisschen schneller, Kumpelchen. Ne, passt. Man muss nur aufpassen, nicht schneller als 15 Knoten. Ah, da unten sehen wir es ja nochmal, wie schnell wir fahren. Na, das funktioniert doch erstmal wie eine 1. Mal ein bisschen zügiger. Egal, wir fahren schneller. Haben Sie eilig? Wird zeitig gegessen? Achso, ich könnte. Kann ich nicht noch. Das Wetter kann ich doch nochmal einstellen. Ah ne, das war ja. Quatsch. Achso, nee, ist. Jetzt habe ich live eingestellt. Also das Wetter sollte jetzt, denke ich mal, auch passen. Also wenn ich aus meinem Fenster gucke, sieht es auch nicht besser aus. Oder anders aus, besser gesagt.
Wir gucken noch mal schnell, Wetterchen. Auch live ist drin, oder? Oh ne. Nochmal live, zack. Ah, das Ding Mars 25R. So ein Mini-Flugzeug da. So, wir fahren ja ein Stückchen geradeaus, dann kann ich hier nochmal schnell was gucken. Ich könnte. Was war denn? Irgendwo konnte ich doch die Grad einstellen. Ah, das war hier. Steuerkurs, aber das sehe ich hier nicht. Der Anze ah, doch, doch, da sehe ich es. 297. Ah, Mist. Mal die Maschinen schnell abgestellt. Muss man noch schnell eingeben. So, gleich haben wir es. So, jetzt müsste er es hoffentlich gespeichert haben. Gehen wir nochmal in die Außenansicht. Ne, passt noch alles, alles gut. Fürs nächste Mal sind wir, glaube ich, besser gewappnet. Also wenn wir das zwei, dreimal gemacht haben, passt das. Warum steht hier so ein Haus? Jetzt habe ich Mist gemacht. War ein bisschen zu schnell. Alles noch im grünen Bereich, Leute. So, hier müssen wir jetzt bremsen. So, nochmal den Funk, die Flugsicherung. Die Einstellung auf Tower. Ihr Startfreigabe. Bestätigen. So, gucken wir noch mal. Passt jetzt soweit alles? Ja, 297. Dann das. Ich glaube, ich hätte schon mal eher auf links drücken. Na, egal. So, dann würde ich sagen, ready for takeoff, Leute. Also Parkbremse lösen. Ich glaube, dass wir jetzt starten können. Da ist erstmal nichts hier weiter gefragt.
Und ich denke, dass wir durchstarten können. Probieren wir es einfach mal. Erstmal ausrichten. Volle Möhre. Oder? 25, ja, ich denke mal. Hat er doch so gepasst. So, oh Mist. Den Flap vergessen einzustellen. Oh, wir probieren es einfach mal. Wir haben mal Autopiloten eingestellt. CR, das passt. Noch das Triebwerk, die Landeklappen einstellen. So. Wir sind in der Luft, Leute. Oder? Warte, jetzt passt hier was nicht. Ah, die Höhe fehlt. Die hat er nicht bestätigt. Müssen wir uns hier wieder über den Funk kümmern. Bestätigen. Taktieren. Wir machen Vektor zum nächsten Wegpunkt anfordern, denke ich mal. Drehen Sie nach 300. Drehen Sie nach links 300, halten Sie den Kurs. Ich denke mal 300 müssen wir. Oder? Nee, das war ja die Geschwindigkeit. Oh, ich glaube, wir sind noch zu schnell. Den Flap können wir auch erstmal hinstellen. Okay. Aber wir sind 300 Grad oder fast. So, ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen genießen können. Auf jeden Fall ist unser erster Wegpunkt dann hier vorne. Na, das läuft doch, Leute, oder? Wir sind mit Anfangsschwierigkeiten, aber aller Anfang ist schwer und ich bin sehr stolz auf mich.
10.000 Fuß. Muss ich jetzt noch was bestätigen? Stimmt, ne? Ne, aber wir gehen auf 10.000. Sind wir jetzt überhaupt gemeint? Wir erhöhen jetzt einfach. War das? Mal gucken. Ne, wir sind Abus ASX320, okay. Ja, yeah, das sind wir. Anweisungen bestätigen 14.000 Fuß. Mit dem Bestätigen habe ich zwar immer noch nicht so ganz kapiert. Aber das funktioniert schon. Das macht auch wesentlich mehr Spaß, muss ich euch sagen. Wenn man so ein bisschen rumfummelt und so. Wo hier gar kein Flugzeug weiter eingezeichnet ist. Aber egal, wir halten uns dran. Doch genau auf der Linie. Oder so gut wie. Ich weiß nicht, ob wir noch ein bisschen mehr Zunder geben können. Aber eigentlich 200 Knoten sind in Ordnung, aber wir geben trotzdem mal ein bisschen mehr. Wo war die Speed? Hier war die Geschwindigkeit. Und das macht er auch schon von alleine, ohne dass ich nochmal bestätige. So, zumindest mein Gefühl. Er beschleunigt jetzt von selbst. Ja, wie gesagt, ein bisschen rumexperimentieren. So, Flughöhe haben wir jetzt auch gleich erreicht, 14.000 Fuß. Also wie gesagt, mit diesem ILA, da habe ich mich jetzt noch nicht so groß mit auseinandergesetzt, weil das einfach zu viel Technik auf einmal ist. Also ich bin froh, dass das hier klappt. So, meine verehrten Damen und Herren, wir haben unsere Flughöhe von 14.000 Fuß erreicht. Yippie-yay-yay. Können Sie sich abschnallen, sich ein kühles Getränk gönnen oder einen kleinen Snack. Ein bisschen Flug haben wir ja noch vor uns.
Aber hier fliegt noch einer. So, können wir vielleicht noch mal ein bisschen Zünder geben. Gucken einfach mal. Gut, hier sagt er aber 269 Grad. Echt doch ein bisschen runter. Noch mehr Stoff. Mal zu 190 Knoten. Müssen wir aufpassen. Ah ne, 290, ich glaube 270 können wir bloß fliegen. Wir machen es mal auf 270 ein. Ah, sind aber nicht schneller als der andere. Nehmen wir uns. Gut, vielleicht fliegt der noch ein bisschen höher. Aber wie gesagt, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, ein bisschen zu gucken. Also wie gesagt, KI-mäßig sei ich schon. Schadensmodell, Modul und was es nicht alles noch gibt, ist aus Treibstoff. Das habe ich im Prinzip alles so gelassen. Also auf Noob-Einstellung. Weil das ist absolut noch nichts für mich. Oder was passiert, wenn wir schneller fliegen? Wir machen es einfach mal. Warum der hier immer mitzoomt, das verstehe ich auch nicht so ganz. Ob er dann sagt Overspeed? Ist jetzt noch nicht. Wahrscheinlich, wenn wir erst im roten Bereich sind. Hier sozusagen. Ah, dann gib ihm. Mal sehen, wie schnell er überhaupt fliegt. Obwohl, jetzt kommt ein roter Bereich. Andere Flugzeug ist. Ah, der fliegt hier. Also schneller als 205. Dann machen wir knapp unter 260. So, 300, nicht 200, 355 Knoten. Wie gesagt, auf Treibstoff müssen wir nicht achten. Jetzt muss nur noch im Prinzip die Landung klappen. Und dann haben wir den halben Führerschein? Denke ich mal, keine Ahnung. Also so ein Langstreckenflugzeug wäre vielleicht auch mal interessant. Aber da bräuchte man einen gefüllten halben Tag Zeit, sage ich mal. Die haben wir heute nicht. Komme nämlich heute noch Besuch. Deswegen, ja, nur mal so einen Kurzstreckenflug. Vielleicht machen wir noch einen, mal sehen, wie lange wir jetzt noch brauchen. Vielleicht kommt die nächste Flugdingens.
Aber ich glaube, wir holen den hier auch. Wo mag der denn eigentlich hinfliegen? Ah, egal. In the area sozusagen, oder wie man das auch immer nennt. Aber ist dann eine, gibt's plus eins oder sind das hier die nächsten kleinen? Ja, mal sehen. Ah, hier sehen wir den nächsten Punkt, also 14 entfernt und 80 insgesamt bis Hamburg, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber das muss ich vielleicht hier mal ausstellen. Diese Anzeigen. Ich mal Ziele aus. Oder wir können ja noch mal kurz gucken. Machen wir mal hier kleine allgemeine Optionen. Vielleicht finde ich da auf die Schnelle irgendwas. Ah, ne, das sind bloß die Grafikeinstellungen. Ja, Unterstützungsoption. Ah, hier, Nachrichten. Steuerungsbenachrichtigung. Ah, das lassen wir. Wir speichern es mal. Oh, hier kommt eins. Sehen sollte aber, denke ich mal, kein Thema sein. Ich glaube, ich habe auch eingestellt Live-Flugzeuge. Also fliegt dann doch ein bisschen was rum hier. Und mal sehen, was jetzt passiert, wenn wir das überquert haben. Müssen wir jetzt von selbst was machen? Hm. Ich probiere es mal den nächsten Wegpunkt anfordern. Ja, passiert. 300 übernehmen sie. Ja, bestätigen. Also alles noch im grünen Bereich, Leute. Das schmeckt. Also spätestens hier müssen wir, also irgendwie ein Knick und Abflug und so machen. Nö, will anscheinend immer noch nicht von uns wissen. Ah, jetzt! Übergabe bestätigen.
Okay, in Bremen. Kontaktieren. Bremerhaven ist er weiter zum Webpunkt wie geplant. Na, das machen wir. Also alles noch sehr entspannt. Bisschen Flugweg haben wir ja noch vor uns. Aber schön hier zu sehen. Alles unter uns. Oh, sinken Sie und halten Sie 4000 Fuß. Anweisen bestätigen. Machen wir hier erstmal. Okay. Mega Geschwindigkeit. Machen sinken. Bei 1000. Hier gehen wir auch runter. 4000 Fuß. So, Airbus hat, sie befinden sich 42 Meilen Südosten. Halten Sie den aktuellen Kurs und die Höhe. Piste 33, Abflug via Transaktion, Freigabe für die. Machen wir erstmal bestätigen. Ne, wir sinken nicht, Leute. Jetzt sinken wir aber. Also die Geschwindigkeit regelt davon selbst. Guck mal, freihändig. Errungenschaft. Wir können immer noch ein bisschen runtergehen von der Geschwindigkeit, glaube ich. So, ich will mal was probieren. Der eine Dude hatte das ja auch gemacht mit dieser Parkbremse. Ein bisschen, oder Luftbremse, nicht Parkbremse. So, 268 Minuten. Hier passt wieder. Also wieder auf Null machen. Ja, trotzdem ganz schön heftig, dass wir jetzt von 14 auf 4000 Meter runter müssen. Glück noch ein bisschen entfernt wegen der Geschwindigkeit, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir machen mal. Bist du mal? Was er jetzt hier sagt. Richtung 255.
Oh, Anweisungen bestätigen schon. Oh, bestätigen wir. So, wir werden noch mal ein bisschen runter. Gehen von der Geschwindigkeit. Ist das mal bestätigen? Geplant, okay. Airbus 320 descend and maintain 3000 feet. 3000 Fuß. Descend and maintain 3000 feet, Airbus 320. Airbus 320, you are 17 miles southeast of Hamburg. Contact Hamburg Tower on 121.28 when inbound on the Sie sind 17 Meilen südost von Hamburg entfernt, rufen Sie Hamburg Tower auf 128. Freigabe auf Anflug bestätigen. Jetzt weiß ich bloß nicht, hier steht jetzt. Stand doch irgendwas. Wir kommen jetzt völlig vom Kurs ab, Leute. Fliegt der jetzt nach. Ja, der fliegt jetzt nach rechts. Kann ich das hier größer machen? Ja. Oh ne. So, Moment. Wir sind ja hier völlig weg. Machen wir die Geschwindigkeit ein bisschen runter. Gehen mal runter auf. Okay. Tausend Fuß. Achso, ja, könnte ich jetzt nochmal alles eigentlich eingeben. So, ich muss jetzt noch den Flap einstellen. Oh je, ich, ob wir das schaffen. Thank you.
Wir sind viel zu weit weg. So, mal sehen, ob ich... jetzt ruckelt es hier ein bisschen. Sorry, Leute. Ui, was ist jetzt los? Hallo? Hört man mich noch? Das ist jetzt ein komplett abgestürztes Spiel. Ich könnte heulen. Oh, sorry Leute, keine Ahnung, was jetzt los war. Auf jeden Fall war das Spiel weg. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das sah ja dann nicht so gut aus. Ich bin völlig überfordert. Lesen das hier schließe ich mal. Warum das jetzt noch offen war. Egal, ich würde sagen, wir probieren es einfach nochmal. Natürlich, wenn ich jetzt skippen würde zu Landeanflug, dann dann hat er sich ja eigentlich schon perfekt ausgerichtet. Von daher müsste ich eigentlich den kompletten Flug nochmal von vorne machen. Oh je. Mal sehen, vielleicht nehme ich einen anderen Kurzstreckenflug. Tut mir natürlich leid, dass genau dann in dem Augenblick das Spiel abkackt. Ja, das ist richtig ärgerlich, ey. Könnten höchstens vielleicht von London mal starten. Mal gucken, was es da für Kurzstreckenflüge geben würde. Na, brauche aber diesmal ziemlich lange mit laden. Jetzt. So. Nochmal das Ganze. Flugbedingungen. War live. Nochmal alle Spieler, ja. Passt auch. Oh. Gucken wir mal. London. Warten wir von London. Machst aber diesmal ein bisschen kürzer. Müsste auch irgendwo London sein. Erstmal so. So. Ja. Genau, machen wir hier einfach Abflug. Den Flug löschen. Passt es jetzt? Doch, müsste Abflug haben. Und dann machen wir Landebahn. Hier in der Nähe. Es sieht auch noch ein kleiner Flughafen hier aus. Fällt jetzt keine City auf Anhieb ein.
Das lohnt sich ja hier auch gar nicht groß zu fliegen. Ja, machen wir einfach hier. Zack. Wieder ein IFR-Flug. Da steht jetzt die Zeit da. Wie lange wir fliegen? Auf Anhieb sehe ich es jetzt nicht. Ah, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und probieren einfach noch mal ein bisschen das Landen. Lohnt sich eigentlich gar nicht mit so einer riesen Maschine da zu starten. Wie gesagt, nächstes Mal mache ich dann richtig mit Flugfreigabe und Checkliste und allem drum und dran. Jetzt aus zeittechnischen Gründen skippen wir mal das Ganze. So. Ach, sind wir hier aber in der letzten Ecke angekommen. So. Bin gleich da. Kleinen Augenblick. So, jetzt bin ich da. Ja, ich denke mal, dass wir jetzt durchstarten können. Ich muss bloß noch hier ein bisschen was einstellen. Das nervt mich hier mit der blöden Karte. Also 341 Grad. Die Einstellung müssen wir halt trotzdem vornehmen. So, Fluggeschwindigkeit machen wir mal wieder 190. Ah. Da muss ich mal gucken, ob ich das ein bisschen schneller einstellen kann. So, das passt auch. Und dann im Prinzip, ja, Höhe passt auch, denke ich mal, erstmal. Und dann mit 2100 Fuß pro Minute und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch gleich durchstarten, habe ich. Aber das schaffen wir bis dort hinten. Oh mein lieber Schwan. Geben wir volle Möhre. Achso, der Flap passt. Ob wir das schaffen? Scheibenkleister. Zum Glück haben wir die Schadenssimulierung aus. Ja, das war jetzt wirklich knapp.
Steigen Sie auf 8000 Fuß. Über 200 Knoten halten. Turn right heading 360, resume on navigation Airbus 320. Fly rate 488, you are 22 miles east. Descend and maintain 3,500 feet. Expect ILS runway 27 approach via Falcon transition. Clear to Falcon. Aber eigentlich müssten wir ja nach links fliegen. Probier es einfach nochmal. Oh je, das geht doch schon wieder hier in die Hose. Ja doch, 360 passt. Eisen bestätigen. Wahrscheinlich müssen wir hier drüben dann warten. Den Kurs. Ich denke mal, dass wir ein bisschen eine Geschwindigkeit hochgehen könnten. Wie bin ich jetzt gemeint? Ich, ja, ist X, okay. Wir müssen eigentlich nach... Ich weiß gar nicht, wer jetzt überhaupt gemeint ist. Mal sehen. Oh. 8000 Fuß. Oh, viel zu hoch. Melbourne
Oh, das war knapp hier. Mir wird auch keine richtige Gradzahl angezeigt, oder bin ich, muss ich hier drauf gucken? Ah, jetzt 245. Muss darauf gucken. Ich bin so drin. Mensch, ich bin so ein Trottel, ey, Leute. Was, Verkehrsansicht? Ah, hier sind aber auch auf dem Flugzeug, mein lieber Schwan. Achso, jetzt bin ich wieder gefragt, aber ich bin nur 8000 Fuß. Die Karte, also das verstehe ich und die Karte hier. Mist macht. Soll ich jetzt schneller fliegen? Oder gesagt hat, beschleunigen? Aber eigentlich will ich auch nicht schneller fliegen. Aber die haben hier mächtig zu tun, mein lieber Schwan. Wenn schon wieder, dass wir beschleunigen sollen. Na, gehen wir mal ein bisschen zu, ne?
Ist vielleicht doch keine gute keinen Flug hier ausgesucht, weil so viel Verkehr ist. Oh, eigentlich habe ich das so ausgestellt. Ach, hier oben sehe ich, glaube ich, auch die Gradzahl. Na gut, hier sagt er 242. Wir halten uns mal hier dran. Schon wieder beschleunigen. Ah, jetzt habe ich mich erschrocken, weil er hier auf immer so schnell daherkam. Ah, jetzt steht hier auch zu nett. Oder das ist unsere aktuelle Gradzahl? Und dem halt noch mal ein bisschen Zunder. Wie gesagt, so weit ist es ja eigentlich gar nicht mehr. Jetzt schon wieder beschleunigen. Ja, hier ist noch einer. Richtung 250. 227 bestätigen erstmal. Achso, das ist ja die Speed. Bin sich mal nordöstlich 4000 Fuß. Wir sind schon wieder zu schnell. Ja,
Wir sind zu schnell, Leute. Ja. Gehen wir mal noch ein bisschen runter. Oh, was habe ich denn jetzt hier eingestellt? So, erstmal hier noch. So Leute, Daumen drücken nochmal. Okay. Ich glaube, wir sind wieder falsch. Ja, komm. Ja, es passt nicht, Leute. Müssen weiter nach links. Die Startbahn ist, die Landebahn ist zu knapp.
Ja, das war das Problem, was ich auch gehört habe, dass der Airbus ja, das schaffen wir nicht. Ja, jetzt dreht er wieder bei. 500, 400, Ah, ne, keine Chance. 300, 200, 35. Ne. Gut, wir sind zumindest auf allen Vieren gelandet. Scheibenkleister, Leute. Also das Landen, das ist eigentlich für mich das Schwierigste. Also das müssen wir noch irgendwie ein bisschen üben. Die Luftbremse können wir eigentlich auch lösen. Kriegen wir wenigstens noch. Also die Bremse ist ja jetzt aktiviert, oder? Na, jetzt fliege ich hier lang. Ja, wo wollten der mich jetzt langführen? Jetzt, ah, das. Ich drücke hier auf die Bremse. Aber er macht nichts. Egal, ich halte jetzt hier einfach an, Leute. Tut mir leid. Aber er bremst einfach nicht. Drück hier auf die Bremse und der bremst einfach nicht. Ah, sorry, Leute. Also ich muss hier wirklich noch um einiges lernen, wie ihr seht. Zumindest das Landen irgendwie. Naja, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Würde mich jetzt auch verabschieden. Für heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Gerne ein Like und ein Abo da lassen. Auf YouTube und auf Twitch gerne ein Follow. Auf Discord bin ich auch am Start. Könnt ihr mir gerne folgen. Würde ich mich freuen. Also Leute, bis dahin und ciao.